Wie geht es euch? Ah! Ah! Oh! Na, was geht ab? Ich soll die Fenster hier zumachen, nicht, dass die Nachbarn denken, ich bin irre, wa? Aha! Aha! Was ist heute Tag? Heute ist Sonntag! Sonntag, Sonntag ist Kaffeetag. Hm. Ja, und was macht ihr Sonntag so? Ich hänge hier ein bisschen in der Fahrschule ab. Yeah, baby, yeah, und ich bin der Einzige, pass auf! Hallo! Keiner da. Wollen wir uns erstmal einen Kaffee machen? Was nehmen wir denn hier? Einzeit, nehmen wir die. Lalala. Hashtag Schleichwerbung. Ein Kaffee! Nur ein bisschen. Ja! Ich muss das nämlich. Ich habe euch mal davon erzählt, ne? Das mit diesem Koffeinempfindlichkeitsdingsbums. Wenn ich da zu viel Koffein da. Ne, dann. Ne. Und dann. Boah, das ist aber auch. Ui! So, komm, wir setzen uns nochmal. Da habe ich gerade das Video von gestern hochgeladen. Da gibt es schon wieder eine neue Folge. Das glaube ich auch gar nicht, doch. Verrückte Sache. In dieser Folge geht es nämlich darum, darf ich mit Flipflops Auto fahren? Ich habe ja gar nichts in der Hand. Ja, das ist die Frage, darf ich oder nicht? Und jetzt fragt ihr so Typen wie mich. Ich meine, ich bin ja Fahrlehrer. Wenn ich das nicht weiß, wer soll es dann wissen? Das ist eigentlich eine gute Frage. Es war ja so warm, ne? Ich habe so einen richtig tollen Hasen gehabt, so ein weißer Schuh. Er hat es nicht überlebt. Okay. Darf ich mit Flipflops Auto fahren? Ja oder nein? Ja, ich darf. Also grundsätzlich gibt es kein Gesetz dagegen, mit jeglichem Schuhwerk zu fahren. Also ihr dürft auch mit High Heels Auto fahren. Da mache ich, glaube ich, auch mal eine Folge drüber. Also es gibt nichts, was irgendwie besagt, okay, mit dem und dem Schuhwerk darfst bzw. musst du Auto fahren. Für Motorrad ist das eine andere Geschichte. Aber fürs Auto, ja, mit Flipflops darfst du Auto fahren. Jetzt nicht, dass ihr da drunter schreibt, ja, der Robby hat gesagt, mit Flipflops soll ich Auto fahren. Das ist ein ganz anderer Schuh. Nicht mit Flipflops Auto fahren. Denn stellt euch mal vor, so ein Flipflop verflippt sich unterm Gaspedal. Jo, dann geht's richtig ab. Dann könnt ihr mal die Grannys sehen am Zebrastreifen, Dingsbums, wenn die da. Und dann sind die auch weg und dann, Und wenn die Polizei dann kommt zu dem Unfallort, wo es dann passiert ist, weil der Flipflop sich verflippt hat unterm Gaspedal und dann fragt, wer denn gefahren ist und ihr dann den Flipflop hochhaltet, dann wird's spannend. Weil dann tritt sowas wie so eine Fahrlässigkeit ein. Und wer grob fahrlässig handelt im Straßenverkehr, dem drohen Bußgelder. Es gibt keine Bußgelder, wenn euch die Polizei anhält und ihr steigt mit Flipflops aus. Ist nichts passiert, halten die euch einfach nur an, werden die euch ziemlich wahrscheinlich raten, anderes Schuhwerk anzuziehen oder euch abholen zu lassen und so weiter. Ihr dürft mit Flipflops Auto fahren, ich rate euch nicht dazu, weil wenn was passiert, da seid ihr am A- Das piept sich aber weg, also, ne? Das ist Käse. Darf nicht passieren, weil kommt es irgendwie zu einem Unfall, ihr steigt aus, habt da die Sandaletten an oder High Heels oder whatever, habt ihr verloren. Ich weiß, das Wetter ist geil und es ist so die Zeit und so, aber nee, packt euch irgendwie ein paar Turnschuhe ein, kurz vorher drauf, dann seid ihr durch mit der Nummer. Selbst wenn euch einer in die Karre fährt, kriegt ihr danach keine Probleme mit der Versicherung oder der Polizei und so weiter. Und dann könnt ihr auch bei so einem geilen Wetter den Tag genießen, ja, so wie ich auch. Schneiden wir noch die Folge eben hier kurz zu Ende. Flipflops bei gutem Wetter. Und dann ist auch schon wieder Montag. Ja, dann ist schon wieder Montag. Hat noch einer was sonst? Nö. Dann ziehe ich jetzt weiter meinen Kaffee. Ihr habt die Info. Mit Flipflops darf ich Auto fahren. Wenn ihr sonst noch Fragen dazu habt oder so ein Kram, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten da abonnieren. Ich habe sonst gar nichts mehr. Nö. Schönen Sonntag wünsche ich euch. Tschüss.